Lieber Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, immer wieder ist es passiert, auch in Berlin, Menschen, die zum Schutz anderer engagiert werden, missbrauchen ihre Macht und wenden sinnlose Gewalt an. Sicherheitsdienstleiter werden in Berlin derzeit verstärkt zum Schutz Geflüchteter eingesetzt. Diese fliehen vor kriegerischen Auseinandersetzungen, vor Vertreibung, vor Hunger und Elend. Flüchtlinge gehören zu den schutzbedürftigsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Und gerade im Zusammenhang mit diesen Menschen ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Übergriffen gekommen. Wir haben erschreckende Videos vom Lageso-Gelände gesehen und erschreckende Berichte aus den Massenunterkünften in Berlin erhalten. Was hat sich seither getan? Die gleiche Firma ist immer noch am Lageso aktiv. Weitere Skandale sind dazugekommen. Und auch heute können sich potenzielle Täter darauf verlassen, dass sie im Falle eines Ausrasters ihre Anonymität bewahren. Insbesondere Sie, lieber Herr Chaya, müssen sich vorwerfen lassen, Sie haben noch nichts unternommen, um dieses Problem zu lösen. Noch immer kommen große Firmen, auch ohne Ausschreibung, an Aufträge für Sicherheitsleistungen. Die können das dann weiter an Subunternehmer vergeben. Subunternehmer geben die Aufträge an weitere Subunternehmer. Und am Ende entsteht ein Geflecht an beteiligten Unternehmen und keiner blickt mehr richtig durch. Meine Damen und Herren, da sollten wir ein Mindestmaß an Standards einführen, die für alle in Berlin gelten. Die individuelle Kennzeichnungspflicht, wie sie hier von der Fraktion der Piraten eingefordert wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Forderung haben wir für die Polizei gestellt und durchsetzen können. Die bisherigen Erfahrungen sind ausschließlich positiv. Wir müssen aber mehr tun. Wir müssen sicherstellen, dass alle beteiligten Sicherheitskräfte ein erweitertes Führungszeugnis einreichen, das auch kontrolliert wird. Wir müssen sicherstellen, dass die Sicherheitsleute anständig qualifiziert werden, damit sie in solch sensiblen Zusammenhängen arbeiten können. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass zusätzlich zu der Sicherheitsprüfung auch interkulturelle Kompetenzen geschult und diese für den Einsatz vorausgesetzt werden. Deshalb unterstützen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Antrag, sagen aber auch, das ist nur ein Baustein. Vom Senat fordern wir selbstverständlich mehr. Herzlichen Dank.